Vielleicht sollte ich umziehen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wieso sitzt denn der draußen? Na egal. Ich muss jetzt die Mittagserscheinung von Alina irgendwie mit diesem Spiegel befreien, also ihren Geist befreien. Und dazu muss es natürlich Mittag sein. Allerdings finde ich gerade nichts, wo ich schlafen könnte. Oder Moment. Da kann ich auf jeden Fall schlafen. Gasthaus, genau, da renne ich jetzt auch hin. Andernfalls wäre ich jetzt... Wieso leckt's gerade so komisch? Andernfalls wäre ich einfach auf die Felder gegangen und hätte dort an einem Lagerfeuer geschlafen. Das geht ja auch. Beziehungsweise meditiert oder wie auch immer man es nennen mag. Okay, dann rede ich jetzt mal mit dem Gastwirt oder Schankwirt. Hier kostet es ja, glaube ich, 7 Orans, wenn ich da richtig informiert bin. Kann ich euch helfen? Wo ist denn der hin? Wo ist der Schankwirt? Schläft der da was? Julian, ihr kämpft wie ein Boxer. Eure Mama lutscht Zwergenschwänze. Wo ist der Schankwirt? Hoffentlich kann ich bei ihr auch schlafen. Also, ja. Kann ich euch helfen? Habt ihr Zimmer? 5 Orans. Oh, kostet sogar nur 5 Orans. Sehr gut. Neue Talente erworben. Kann ich skillen oder was? Oh ja, kann ich sogar. Dann verbrate ich zuerst mal meine Bronze-Talente. Oh, was soll ich denn da noch machen? Hier unten das... Ah, das brauche ich nicht. Gruppenstahl... Stahl. Da kann ich ja schon alles. Oh Mann. Gut, dann würde ich sagen, doch mal Pfeile ablenken. Vielleicht bringt das dann doch irgendwas. Und dann werde ich wohl die A-Zeichen noch ein bisschen aufbessern. Hier, Säureresistenz plus 50%. Dann mache ich das eben mal. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wohin mit meinen Bronze-Talenten, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, was haben wir hier noch? Niederschlagresistenz, Schaden plus das, Schaden plus 30% brauche ich nicht. Plus 50%. Was werden hier oben noch? Ab wann kriege ich Gold? Das steht doch hier oben. Da steht's. 34 plus. Boah, ich bin gerade mal auf Level 22. Ich glaube, Gold kriege ich hier gar nicht mehr. Aber da ist auch nicht mehr so viel Tolles dabei dann. Oh, doch, Vitalität plus 150, naja, egal. Gut, dann skill ich hier jetzt mal weiter mit Silber. Was gibt's hier noch? Blendende Resistenz, das brauche ich nicht unbedingt. Ausdauer, was haben wir da noch? Ausdauer, Regeneration, Schmerzresistenz, Dauer von durch Angreifer versucht, bla bla. Intelligenz, das brauche ich sowieso nicht. Oder was gibt's denn da? Ermöglicht es Geralt das Ritual der Reinigung. Aha. Das ist doch totaler Mist. Erhöht die Chancen, Zutaten aus Kräutern und brauche ich nicht. Bomben. Was brauche ich? Bomben. Erhöht die Chance von Niederschlag. Achso, bei dem Zeichen hier. Nee, dann skill ich hier lieber weiter auf Gruppenstahl. Und so weiter. Also, nee, Gruppenstahl mache ich jetzt erstmal nicht. Starkes Silber benutze ich sowieso fast nie. Mache ich mal noch schnelles Silber 1 dabei. Und schneller Stahl. Jetzt skill ich zuerst die Dinger mal auf 3. Und, okay. So. Bis mittags schlafen, würde ich mal sagen. Und jetzt geht's zu der Mittagsbraut. Zu Alina. Oh, Rittersporn spielt. Hat er seine Laute wieder? Eigentlich hätte ich ihn doch sollen seine Laute bringen. Habe ich gar nicht gemacht. Ach, hier geht's gar nicht raus. Irgendwo da hinten dann. Hier. Ja. Genau, hier ging's raus. Und jetzt zu den Feldern. Wo geht's da jetzt genau lang? Straße zum Gasthaus. Wieso soll ich denn da hin? Hier unten geht's doch zu den Feldern. Ne, Durchgang zum Dorf. Hä? Doch, da unten geht's zu den Feldern. Wieso soll ich jetzt da hoch?
Nee, ich gehe hier unten raus und dann zu den Feldern. Oder... Naja, ich renne jetzt einfach mal hier lang. Ich hoffe mal, dass ich da dann auch zu den Feldern komme. Ganz hier unten, aber müsste ich eigentlich schon. Das ist eigentlich der Weg. Bin ich jetzt noch richtig, ja. Ja, hier, ja, das ist... Wegweiser, Straße zu den Feldern. Okay, hier bin ich also richtig. Die Quest hat mich an den falschen Ort geschickt. Die wollte mich wahrscheinlich ganz hinten rum leiten. Dann hätte ich aber nochmal müssen ganz außen rum ans Seeufer und dann bei diesen Elfen vorbei. Das wäre ja viel weiter gewesen. Gut, dann geht's jetzt hier an dieser verfallenen Mühle oder was es war. Hab's schon wieder vergessen. Vorbei. Durch dieses ganze hohe Gras hier. Das ist ja fast so groß wie ich. Das ist so groß wie ich. Gut, und da hinten bei diesem dicken, hässlichen Baum muss ich dann gehen. Dort müsste ja Lina sein als Blabla Braut. Ja. Folgt der Mittagserscheinung. Kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Alina? Seht genau hin. Es ist... so romantisch. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald heiraten. Alina, ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig, auch wenn mir etwas kalt ist. Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meine Liebsten sammeln. Warum wollte Alinas Seele nicht gehen? Ich spüre, dass sie jetzt glücklich ist, denn sie denkt an ihre Hochzeit. Sie weiß noch nicht, dass sie ein Gespenst ist. Vielleicht reicht der Spiegel Nehalenias nicht aus, den Fluch zu brechen. Ich hörte einst die Geschichte einer Mittagserscheinung, die keinen Nilfgaarder heiraten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie endete. Eine Legende, sagst du? Vielleicht sollte ich einen Volkskundler fragen. Ich versprach Julian, seine Liebste zu befreien. Geralt, liebt ihr jemanden? Ja, aber das geht dich nichts an. Ich weiß, ihr seid in Triss verliebt. So, na super, jetzt muss ich, ja, sie irgendwie befreien. Mit dem Spiegel hat es schon mal nicht funktioniert, das ist schon mal super. Dann gehe ich jetzt wohl mal zum Einsiedler, der weiß doch einen Haufen Zeugs. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Hier, was? Eine Gruft. Der war ich aber noch nicht. Dann gehe ich jetzt auch nicht hin, sondern ich will zum Einsiedler. Oh, das ist ein weiter Weg, wenn ich mich nicht irre, oder? Oh, wieso muss ich immer vorbeirennen? Oh, so weit ist es nicht. Soweit ist es dann doch nicht. Da komme ich jetzt wahrscheinlich auch an dieser Gruft da vorbei. Was? Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Ah, das war... hier war, glaube ich, dieser Druidenkreis. Ja, da hinten ist dieser Druidenkreis. Aber der ist jetzt nicht sonderlich wichtig. Sondern ich will zum Dingens gehen. Zum Einsiedler. Bin ich hier noch richtig? Ja, bin ich sogar. Ah, ein Ort der Macht. Ich dachte schon, hier wäre es wieder irgendwo eine Mittagserscheinung. Gut, der hat ja viel über den Heiligen Gral gewusst. Vielleicht weiß er das hier auch, über diese komische Legende hier. Der hat aber ein ziemlich großes Grundstück hier. Was rennt der da hinten lang? Ich bin alt. Ja, ja. Wie kann ich helfen? So, wisst... ah, sehr gut. Wisst ihr, wie man einem Gespenst helfen kann, das Totenreich zu betreten? Habt ihr ein bestimmtes im Sinn? Ich habe Alina den Spiegel gegeben. Und? Sie griff mich nicht mehr an und scheint zu wissen, wer sie ist. Aber sie glaubt immer noch nicht, dass sie tot ist. Sie will ihre Hochzeit vorbereiten. Dann müsst ihr mit der Herrin des Sees oder dem hiesigen Wahrsager reden. Nur sie dürften die Lösung dieses Problems kennen. Danke. Lebt wohl. Wow, was ist denn das jetzt? Wo kommt der denn her? Erstmal Waffe wechseln. Anhänger Dagons, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wer der hiesige Wahrsager ist, aber
Mit der Herrin des Sees kann ich auf jeden Fall mal reden. Wow, wow, wow. Kaum habe ich hier auf Stufe 3 ausgebaut. Das schnelle Silber geht ja hier ab wie Luzi, ey.